Jetzt im Parcours könnt ihr sozusagen noch 4 Punkte als Team sammeln, weil es gibt ja für jede Challenge immer maximal 5 Punkte. Der Punkt ist, dass unsere Ziele unterschiedlich sind. Das heißt, wir beschießen ein stehendes Ziel, aber eben auch ein bewegliches Ziel. Dazu habt ihr jeweils 5 Pfeile zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt es 5-mal versuchen. Wenn sobald der erste Pfeil trifft, zählt der. Das heißt, ihr habt keinen weiteren Pfeil. Weil jagdlich zum Beispiel, wenn wir das auf die Survival-Situation beziehen, würde ein Treffer, auch wenn er schlecht ist, das Wild dazu bringen, dass es wegrennt. Ja. Geht der erste Treffer ins Kill, also in diese spezielle Trefferzone, gibt es 2 Punkte. Geht er auf den Körper, gibt es eben einen. Und das eben beim stehenden Ziel genauso wie beim beweglichen Ziel. Ihr dürft euch raussuchen. Wir haben gesagt, wenn einzelne Personen aus dem Team da sind, Jana zum Beispiel, dann macht man ein Einzelteam, dann darf sie beide Ziele schießen. Hat ja keine andere Möglichkeit. Wenn aber beide da sind, müsst ihr euch unter dem Team entscheiden, wer das erste Ziel beschießt und wer das zweite Ziel beschießt. Das könnt ihr euch im Team dann untereinander besprechen und festlegen, wie ihr das wollt. Also wenn 2 da sind, nicht einer, 2 alles durchschießen, weil ich kann gut Bogen schießen, dann mache ich das. Ja? Sondern dass es geteilt macht einfach. Müsst ihr aber überlegen, was ihr dann einfach macht. Okay, dann für euch rot, für die anderen gelb. Von welchen Sockel sie schießen? Nein, auf das Sockel zählt. Vom Tier. Sockel, nee, der Sockel, wo das Tier draufsteht, nicht sozusagen, aber das gibt es bei den Tieren eh nicht. Das eine hat gar keinen Sockel, ja, von daher ist da nicht das Problem und das andere hat, glaube ich, auch nicht. Nee, es hat auch keinen Sockel. Genau. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir los. Hätten wir mehr.